Du bist noch nie in der Schule gewesen, gell? Was stellst du dir vor? Wie ist das in der Schule? Nicht gut. Wieso? Weil alle Kinder blöde Zeug darüber erzählt. Von Schülern hörst du blöde Sachen. Ja. Was erzählen sie dir denn? Also nicht in die Schule wollen, die Schule sei blöd. Und dass immer machen müssen, was der Lehrer sagt. Das willst du nicht. Sagt dir niemand, was du machen musst? Nein, ich darf selber entscheiden, wenn was. Das Problem der Schule ist, die Schüler werden als Objekt behandelt und nicht als Subjekt. Das können sie gar nicht. Wenn da ein Lehrer mit 20 Kindern ist, da kann man gar nicht subjektiv dran herangehen. Sind Sie wirklich der Überzeugung, dass er mit Bauernhofspielen mal eine Berufslehre anfangen oder eine Matur schafft? Spielen ist Lernen. Spannend ist ja, in unserer Gesellschaft wird Spielen immer ein bisschen belächelt. Und das heisst vielfach, die sollten gescheiter mal etwas schaffen und lernen, als immer nur spielen. Aber es passiert so viel Unsichtbares. Kann Lernen ein Spiel sein? Und warum denken Eltern, dass die Schule ihre Kinder dumm und aggressiv macht? Davon handelt dieser Film. Nalin ist 10 Jahre alt. Wenn andere Kinder zur Schule gehen, spielt er Schlagzeug. Für ihn und seine Eltern ist Schlagzeugspielen genauso wertvoll wie Mathe oder Deutsch lernen. Gantenbeins aus Herisau sind sogenannte Unschooler. Unschooler schicken ihre Kinder nicht zur Schule. Die Kinder lernen zu Hause das, was sie interessiert, wann immer sie bereit sind dafür. Ja? Ja. Man muss sie da hineinschreiben, wenn das richtig ist. Würde richtig oder falsch? Das heißt 8. Das heißt wurde. Das heißt gsie, gsie. Was das heißt das auf Deutsch? Kann man das übersetzen? Aha. Danke, das. Mein. Chinesisch ist jetzt auch nicht gerade so zuoberst auf dem Lehrplan, hier im Kanton. Das zeigt, denke ich, unsere Kinder, die funktionieren nicht nach Lehrplan. Sie funktionieren nach ihren Interessen, nach ihren intrinsischen Bedürfnissen. Und wenn sie ein Bedürfnis haben, dann lernen sie es, unabhängig davon, ob das jetzt an der Gesellschaft im Moment Sinn macht oder nicht. Aber es interessiert sie und sie können gar nicht anders als eintauchen. Die 11-jährige Olivia lernt Chinesisch, einfach weil sie es lernen will. So hat sie mit 5 auch schon Englisch und Französisch gelernt. Die Schule, so denken Unschooler, würde diesen vom Kind gesteuerten Prozess nur stören. Wo wir gemerkt haben, ein Kind lernt immer. Wenn man schaut, nur schon ein Baby und wie das Kleinkind wird, das lernt laufen, reden, da muss man gar nichts machen, außer die Umgebung muss dafür da sein. Wenn ein Kind rum ist, wo niemand hat, der mit ihm redet, dann ist das sehr gefährlich. Aber es kommt alles, wenn die richtige Umgebung rum ist. Und da ist uns so bewusst worden, dass wir da nicht einfach unterbrechen wollen, den Lernprozess. Beim Unschooling werden keinerlei schulische Strukturen nachgeahmt. Keine fixen Unterrichtszeiten, kein vorgegebener Stoff. Die Kinder sind absolut frei und lernen offenbar trotzdem oder vielleicht gerade deswegen. Die 15-jährige Sarah schreibt seit einigen Wochen an ihrem eigenen Roman. Ich schaue auf und erstarre fast vor Schreck, als ich sehe, in wen ich reingelaufen bin. Es ist Narzissa, oh Schreck. Wir schauen uns beide entsetzt an. Was machst du denn da, stoße ich hervor. Und auch sie schaut mich fragend an. Doch da sehe ich, dass Narzissa in Tränen aufgelöst ist. Sie schluchzt und weint. Du meine Güte, Narzissa, was ist denn passiert? Komm, gehen wir in die Garderobe, dann kannst du dich setzen, sage ich zu ihr. Roman schreiben, wie ist sie auf die Idee gekommen? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie früher sehr viel gespielt hat. Gespielt, gespielt und nochmal gespielt, und zwar tagelang. Rollenspiel in allen Variationen. Und sie hat dort Geschichten erfunden, Geschichten nachgespielt, Geschichten verarbeitet, die sie selber erlebt hat.
Und jetzt hat es wie eine, so eine Wandlung gegeben, vom Spielen ins Schreiben. Wenn wir den Prozess vom Spielen unterbrochen hätten, ja, wir wissen nicht, ob das jetzt heute auch stattfinden würde, dass sie so gerne schreibt. Kommst du auch vor in diesem Roman? Ich heiße Serafina. Und was hast du für Charaktereigenschaften? Ich habe es da genau aufgeschrieben. Fleissig, konzentriert, bei allen beliebt, hilfsbereit, unkompliziert, sensibel, herzensgut, ehrgeizig. So bist du. Ja. Das Schulzimmer der Gantenbeins ist das Leben. Was in der Schule Mensch und Umwelt oder Mathematik heisst, läuft bei Gantenbeins zum Beispiel unter Mittagessen kochen. 2,9712. Jetzt ist es schwer geworden. 2,910 Gramm. Das ist genau. 17. Ja, also da ist für uns auch Mathematik pur. Sie haben etwas da wegen und wissen genau, wie viel sind die 2,910 Gramm. Wie fühlen die sich an? Und wie viel ist sie Kilo? 2,9 Kilo. Genau, also auch der Garten, das ist Unschooling pur. Da wird so viel gelernt über Würmer, Schnecken. Letztens haben wir Mäuse im Garten gehabt und dann tauchen sie immer in die Themen ein. Wir müssen nie ein Mensch- und Umweltthema vorbereiten, weil die entstehen einfach. Sie haben ja sehr viel angewandte Mathematik gebraucht. Und vor einiger Zeit sagt Sarah, sie würde gerne Mathe lernen. Und zwar die ganzen 9 Schuljahre, die die Schulkinder auch lernen. Und wir haben dann entschieden, wir fangen mal mit den ersten 6 Schuljahren an mit dem Stoff. Wahrscheinlich haben wir etwa ein halbes Jahr, haben wir vermutet. Und Olivia hat dann gesagt, sie macht gerade auch mit. Und sie hatten keinen Monat gehabt, bis einfach die ganzen Techniken drin waren. Wegen seines liberalen Schulgesetzes ist der Kanton Appenzell-Ausserrhoden ein Eldorado für Familien, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken wollen. Wer eine Bewilligung für den sogenannten häuslichen Unterricht erhalten will, muss aber auch hier eine Vielzahl von Auflagen erfüllen. Einmal im Jahr beispielsweise müssen alle Kinder zu einem Leistungstest antraben, dem sogenannten Cockpit-Test. 5, 2, 5. Am Anfang sind bei der Sarah wirklich lustige Noten gekommen. Zum Beispiel? Was hast du? Ein Dreier. Das ist jetzt Deutsch ein Dreier. Der Mathe auch noch ein Dreier. Also, wo wir eigentlich gestaunt haben, dass es überhaupt ein Dreier gegeben hat. Du hast ja mal gesagt, mir stinkt es, irgendwo hinzugehen, wo ich noch nie war und müssen etwas machen, was ich nicht kann. Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir aber ein bisschen etwas tun dafür. Man kann immer schauen, was für Themen das ist. Man sieht zum Beispiel Mathe, es ist ein schriftliches Multiplikationsthema. Und dann haben wir das mal angeschaut. Nein! Und es sind dann verschiedene Themen. Und es ist nie länger als insgesamt 4 bis 5 Stunden Vorbereitung pro Kopf. Es gibt viele Familien, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, weil sich die Schule nicht mit ihren religiösen Überzeugungen verträgt. Gantenbeins sind nicht gläubig. Vom eigenen Garten, ne? Ihre spirituellen und philosophischen Überzeugungen fließen aber auch hier in den Familienalltag ein. So leben die Gantenbeins beispielsweise weitgehend vegan. May all beings be free, Om Shanti, gute Miteinander. May all beings be free, das heisst, sollen alle Lebewesen frei werden und im Frieden. Und wieso machen Sie das? Ja, das ist eine Grundphilosophie von uns, indem wir eigentlich unser Ideal wollen umsetzen im Alltag. Und indem wir es jetzt beim Essensritual machen, dann ist einem das immer ein bisschen bewusst. Und Leadership ist für mich immer irgendwie eben das Guru-Schüler-Verhältnis. Bruno Gantenbein ist angestellter Unternehmensberater. An einer Tagung von Projektmanagern stellt er sein unkonventionelles Familien- und Bildungsmodell vor. Manage the flow. Da geht es auch wirklich manage work, not workers. Immer den Gesamtprozess im Fokus haben.
Das ist bei uns auch so. Wir gestalten die Umgebung immer aufgrund der authentischen Bedürfnisse der Kinder. Und dann hat die Mutter nicht da eine Herdprämie und ist einfach Hausfrau. Die ist Managerin und ist ganz subtil, schaut sie, wie das geschieht mit den Kindern. Denkst du, dass es immer so sein muss, dass die Rolle der Erziehung und des Urvertrauens schaffen der Frau angehängt wird? Ja, ich verstehe die Frage. Ja. Also das erste Jahr, 100% die Mutter, die Frau. Die Sozialisierung im Moment läuft natürlich ganz anders. Und mit den Kitas und Krippen und Mutter redet man von Herdprämie und das Despektierliche. Und man nicht merkt, dass da eine hochgradige Kernkompetenz von einer Frau einfach brach werden lässt. Und da müssen sich die Frauen vielleicht schon ein bisschen auch überlegen, was für Kompetenzen dass sie da und eben auch Pflichten haben in unserem ganzen Entstehung vom Leben. Und ich würde jetzt das für die Frau sehr, sehr positiv anschauen und nicht negativ. Aber das heisst, es sind ja auch Projektmanagerinnen hier. Die würden ja aus dem Arbeitsalltag ausscheiden. Das ist so. Oder sie muss sich entscheiden, kein Kind zu haben. So hat auch Doris Gantenbein ihren Lehrerinnenberuf an den Nagel gehängt, um ihren Kindern rund um die Uhr Mutter, Lernbegleiterin, Vorbild und Freundin zu sein. Sie haben mehr als genug soziale Kontakte. Aber wir sind eigentlich auch überzeugt, Kinder brauchen keine Kinder. Kinder brauchen keine Kinder? Genau. Wie meinen Sie das? Kinder brauchen in erster Linie eine gute Begleitung von ihren nächsten Bezugspersonen. Und sie brauchen da gewahrte Liebe und Respekt. Das ist das, was sie wirklich brauchen. Aber Kinder, sie lieben Kinder, aber sie brauchen es nicht. Also wenn man nur schon die Werteentwicklung anschaut, wo die Kinder ja die müssen das auch lernen. Da lernen sie ganz sicher nicht von den Gleichaltrigen. Das ist ja auch schon auch ein Problem in der Schule, oder? Wenn man auf dem Schulhausplatz schaut, wie da das rechte Stärken funktionieren tut. Spannend ist ja immer, dass die Leute eine der ersten Fragen stellen und sagen, was ist denn mit der Sozialisierung? Und wenn wir dann ein bisschen weiterreden, kommt irgendwann, ja, aber müssen Sie denn nicht auf die Herdrealität vorbereitet werden, schon in der Schule? Und dann fragen wir, was ist denn das? Dann fängt es an mit Mobbing, Leistungsdruck, Rechtsstärken und so weiter. Und dann fragen wir uns auch, ist denn das die Sozialisierung, die man sich für die Kinder wünscht? Seit knapp 2 Jahren trainieren Olivia und Sarah neben dem Lernen beinahe täglich und sehr erfolgreich Eiskunstlauf. Es passt wirklich hin und vorne nicht zum Unschooling-Geist, weil natürlich die Leistung auch drin ist, das ist klar. Aber der Unterschied ist, sie wollen da, die Kinder. Also da ist wirklich ihr ein ganz grosser Wunsch, dass sie auf das Eis dürfen und sie wollen für sie kommen. Und von dem her können wir eigentlich ganz gut dahinter stehen, dass sie das so machen. In der Garderobe wird ja unter den Mädchen, also mit Konkurrentinnen, vielleicht mit ein bisschen härteren Bandagen gekämpft. Also können sich ihre Mädchen da behaupten oder setzt denen das zu? Also es ist so, mit den Mädchen, die sie jetzt hier trainieren, da haben sie es wirklich sehr gut. Und es ist schon so, es gibt auch andere, die besser sein wollen, wo sofort dann das Thema Eifersucht aufkommt. Und da sind sie sich jetzt nicht so gewöhnt von daheim, weil sie das eigentlich nicht kennen. Aber sie lernen auch mit dem ganz locker umzugehen und das halt einfach zu nehmen, wie es kommt. Merkt man das irgendwie? Sind die anders als andere Kinder? Überhaupt nicht, also gar nicht. Ja. Sie sind weltoffen und wissen alles, also ist überhaupt nicht. Kein Unterschied, ich merke nicht. Und so im Sozialen, haben Sie nicht für die ein gewisses Defizit? Im Gegenteil. Ja, ich habe eher das Gefühl, aber das ist der Charakter wahrscheinlich, ich habe eher das Gefühl, dass sie sozialer sind mit den anderen. Ja. Sie werden eher von sich die Hälfte geben der anderen, als dass sie die Hälfte mir näher würden. Flavia ist die beste Freundin von Sarah und Olivia. Sie besucht die 8. Klasse der Volksschule. Sie sind noch nie gemein gewesen und sie sind sehr lieb und sympathisch. Also man kann sich immer auf sie verlassen. Sie sind zum Beispiel nie
Leute lästern über mich oder so etwas von Liebes hat. Flavia geht in die Schule, hat ihre Pause, Gespräche und so. Vermissest du das nicht? Nein, ich vermisse es nicht. Ich habe genug von allen anderen gehört, wie es nicht gut ist und wie die anderen sie auslachen. Ja. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Ich werde ausgelacht, wenn sie eine schlechte Note schreiben. Regelmäßig trifft sich Familie Gantenbein mit anderen Unschoolern, um Erfahrungen auszutauschen und sich von neuen Erlebnissen inspirieren zu lassen. Zum Beispiel auf dem Toggenburger Klangweg. Also allein als Unschooler unterwegs sein, wie wir es am Anfang waren, war nicht so einfach. Man kommt so eine Grundbestätigung über auf dem Weg, dass andere eigentlich unabhängig von einem die gleichen Gedankengänge haben, die gleichen Grundbedürfnisse und die gleichen Sehnsüchte, könnte man auch sagen. Ah, wir spielen noch eins. Es sind vielleicht 50 Familien, die in der Schweiz Unschooling betreiben. Eine davon sind die Jollers aus Urnäsch. Claudia Joller war früher ebenfalls Lehrerin. Ich weiss nur, als ich unterrichtet habe, ich hatte erst die zweite Klasse, habe am ersten Tag ein Kind mit strahlenden Augen, die sich gefreut haben auf die Schule. Und Ende zweiter Klasse sind dann doch viele gefunden, Schule, blöd. Und so finde ich halt den Weg, wenn jeder Mensch genau dann das lernen kann, was gerade dran ist, einfach viel spannender. Würdest du denn nicht gerne in die Schule gehen? Ich hätte da überhaupt keine Zeit mehr für alles, was ich da mache. Immer. Also ich bin immer so verrissen. Ich gehe auch in die Hundeschule mit meinem Hund. Also für die habe ich auch viel gemacht. Die habe ich auch wirklich selber erzogen. Also, ab dem sie ungefähr ein Jahr alt war. Ich gehe reiten. Ich lese auch gerne. Ich lerne einfach gerne das, was ich jetzt lernen will. Du sagst, dich würde es manchmal ein bisschen in die Schule zu gehen. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dann geht es schneller vorwärts. Aber es ist ja schon so, wir haben alle Lehrmittel daheim bei uns und ich habe eigentlich jederzeit Mathe, Deutsch, Rechtschreibung, alles Zeug machen. Wir haben genug Bücher, ich schreibe auch selber eine Geschichte und mal schauen, vielleicht wird es mal ein öffentliches Buch. Sie wohnen in einem Kinderhaus, sagen Gantenbeins. Alles hier ist auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet. In der Malstation können sie ihre Gefühle ausdrücken, ohne dass die Resultate bewertet werden oder nach deren Bedeutung gefragt wird. Bei Gantenbeins dreht sich alles um die Kinder. Ich bin da, begleite sie, helfe, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, wenn die Farbe abschlättert. Ich gehe putzen, wasche wieder den Pinsel, schaue, dass die Farbe nachgefüllt ist. Also Sie sind ein ziemlicher Dienstleister jetzt hier? Ja, ich bin eigentlich so in der dienenden Rolle. Genau. Wie hakt Ihnen das? Es sagt mir zu und es ist auch für mich schön, einfach zuzuschauen. Und ja, dürfen dabei sein, teilzunehmen. Und kommen Sie sich nie ausgenutzt vor, wenn Sie da immer am Zudienen sind und am Aufräumen und am Hände abputzen und am Schuhe binden? Da kann es sein, dass ich an meinem Kind bis 8 Schuhe binde, obwohl es das schon selber könnte. Aber es geht einfach dann um Beziehung. Weil so, wenn das Kind zu mir kommt und sagt, bindest du mir bitte die Schuhe, und dann binde ich das, weil ich weiss, es geht nicht ums Binden, sondern es braucht einfach jetzt gerade ein Moment Beziehung. Oder vielleicht ist es einfach zu faul, um es selber zu machen? Ich weiss, dass es könnte, aber dann würde es nicht den Weg zu mir machen, weil es hat es eigentlich schneller denn selber gerade. Und wo bleiben Ihre eigenen Bedürfnisse? Es ist ganz spannend, da werde ich so viel gefragt, aber es ist so, wenn ich Kinder sehen, wie die erfüllt sind, das erfüllt mich selber auch.
Ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Gantenbein sagen von sich, sie praktizieren Unschooling nicht, sie seien Unschooling. Und das heisst für sie weit mehr, als die Kinder nicht zur Schule zu schicken. Unschooling ist ein Lebensentwurf, der aus Kindern bessere Erwachsene und die Welt schlussendlich zu einem besseren Ort machen soll. Es braucht ganz viel Elternarbeit, dass die Eltern die Einzigartigkeit eben bei ihren Kindern wahren, dass nicht schon in frühen Jahren alles kaputt gemacht wird oder sagen wir mal vieles kaputt gemacht wird. Und dann hat man andere Leute, andere Kinder, die gross werden, die mit anderen Augen die Welt anschauen, die nicht mit dem Mainstream unreflektiert mitschwimmen. Also wir erleben die Eltern, die in Australien genau auf die gleichen Gedankengänge kommen wie wir. Oder in Deutschland, oder in England, oder in Amerika. Also in dem Sinne ist es nicht unsere Erfindung, sondern wir haben es einfach dürfen entdecken in uns hinein. Und ich gehe davon aus, dass das sogar ein natürlicher Prozess ist. Dass der Mensch immer mehr eben auch Potenzial wird führen holen und erkennt, dass Potenzialentfaltung eigentlich Zukunft ist und nicht irgendwelche Pflichterfüllung an Obrigkeiten.